Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4. Ich habe nicht mehr so wirklich eine Ahnung, was wir letztes Mal so gemacht haben. Aber wir schauen jetzt mal einfach, was hier Sache ist. Du willst Sims Forever spielen. Du sollst aber eigentlich programmieren. Programmieren üben. Und du hast ein paar neue Outfits. Warum du einen Rock hast, weiß ich nicht. Aber okay. Aber ein paar andere Outfits hat er von mir bekommen. Privatsphäre gestört. Du hast Probleme, gute Frau. Immer noch fünf verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Wie geht's in deinem Hunger? Ganz gut, dann kann ich den da reinpacken. Wie geht's deinen Pflanzen? Alles ernten. Veredeln. Ernteerzeugnisse ernten. Mit Pflanze sprechen. Hallo. Und da war gerade weiterentwickeln. Oh, die harte Arbeit hat sich gelohnt. Und wenn sie unbedingt Training machen will, kann sie da noch ein paar Liegestütze machen. So, wie geht's dir? Du übst noch Programmieren, wunderbar. Outfit ändern und zur Arbeit. Oh, du bist überfällig auf Arbeit. Dann lasse ich dich mal auf die Arbeit gehen. So, dir geht's gut. Du kannst das mal aufräumen. Und mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Wie geht's dir? Ganz gut. Muss ein bisschen seine Fähigkeiten aufleveln. Dann kannst du ruhig programmieren. Programmieren. Gleich programmieren zuerst. Antworten auf Brieffreundschaften checken und dann programmieren, programmieren üben. Obwohl, da war ja was. Keine Aufruhen mit schwarzer Tee. Und sie kommt auch wieder, sie ist inspiriert. Kannst du deine Arbeit noch ansehen? Und danach vielleicht auch verkaufen? Schauen wir mal. Glücklich, wer gegessen hat und gute Schwingungen. Da weiß jemand, wie man mit Liebesgedichten umgeht. Eine schöne Unterhaltung. Was macht sie? Mit Pflanzen sprechen. Ja, von mir aus. Und danach kannst du noch ein irgendwie motiviertes, selbstständiges Gemälde machen. Du hättest schon mit den Pflanzen noch sprechen dürfen. So ist nicht. Musst du heute zur Arbeit? In 23 Stunden. Also das passt, ja? Kokett ist er ja. Wegen erregendes Geplänkel. Ah, und sein Spaß ist nicht so hoch, also kannst du dann
Spiel spielen, Sportspaß mit Mods spielen, mal wieder. Kaputtes Telefon. Travis soll eine Präsentation auf einer Spielentwicklermesse abhalten. Schaut euch sein Smartphone mit Bungee Jumping in einem anderen Stand. Er kann sich eine Vertretung besorgen oder den Job canceln, weil er unbedingt als allererster Warmvideo 6 spielen muss. Eine Vertretung finden, würde ich sagen. Travis übt sich durch Zombies, Zauberer und Zofen, doch seine Schicht ist bereits vorbei und sein Chef ist sauer. Ja gut, wenn er es ausfallen lassen hätte, wäre sein Chef auch sauer und die Schicht wäre auch vorbei. Also, ich weiß ja nicht. Ich finde die Entscheidung manchmal sehr seltsam. So. Level 6 der Malereifähigkeit erreicht. Sehr schön. Anspruchsvolle, realistische und abstrakte Bilder malen. Und sie kann die Ästhetik beschreiben. So. Du spielst dein Spiel. Wie geht's dir? Ganz gut. Das heißt, du kannst hierher und Spiel spielen. Nein. Eigentlich zuerst mal mehr Auswahl Kontakte knüpfen. Sonst haben wir gar nicht mehr. Nochmal nach Brieffreunden suchen. Und dann kannst du. Wo ist denn schreiben? Schreiben. Oh. Ich würde sagen, wir schreiben schon wieder eine Biografie. Und danach habe ich mit der guten Barbara ein bisschen was vor. Die übrigens auch neue Outfits haben sollte. Wenn mich nicht alles täuscht. Stille mit Gartenschlauch. Von mir aus. Outfits. Outfit ändern. Hey? Also sie hat ein neues Outfit. Aber die anderen irgendwie hat sie noch nicht. Und ich weiß nicht warum. Ich check das Spiel nicht. Ich check das Spiel nicht. Aber absolut gar nicht. So. Und was wollte ich jetzt mit dir noch machen? Ich weiß es doch nicht. Ach, ich weiß es doch nicht. Also dann lasse ich euch mal alleine. Und mit dir würde ich ganz gerne. Oder muss man die noch gießen vorher? Scheinbar nicht. Also. Reisen. Ohne irgendjemand. Obwohl. Eigentlich müsste es ja in der Nähe sein. Das heißt. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das ist. Ah, hier. Ja. Besuchen. Alleine. Denn, wie ihr seht, steht hier ein Teleskop, das ich mit Sicherheit nicht extra dahingestellt habe, damit sie ihre Logikfähigkeit aufleveln kann. Nein, nein. Wie komme ich nur dann, denn nur da drauf? Und warum sie da nicht hinlaufen kann, sondern da, naja, ich weiß nicht. Verbessern? Dann hätten wir vielleicht doch den Ding mitnehmen sollen. Den Sean Winter. Ist das? Ah, Videospielfähigkeit aufbauen. Tut er, wer bist du denn eigentlich? Mareike Lamberts. Hätten wir eigentlich auch kennenlernen können. Ob du da so viel siehst bei Tag, weiß ich ja nicht. Aber okay. Wenn es deiner Logikfähigkeit gut tut. Dann will ich da mal nichts gesagt haben. Level 2 der Logikfähigkeit erreichen. Das sollten wir doch noch schaffen. Und danach kann sie wegen mir auch hier gleich angeln. Warum ich das nicht sehen kann, finde ich allerdings ziemlich schlecht. Muss ich mal so sagen. Ich wäre sehr dafür gewesen, dass man da mitschauen kann, wenn sie den Himmel beobachtet. So, Level 2 der Logikfähigkeit erreicht. Sehr schön. Dann können wir jetzt ein wenig angeln. Und was ist sie jetzt? Konzentriert. Ehrfurcht vor dem Kosmos. Okay.
sind ihre anderen komischen Fische eigentlich noch im Inventar? Wieso hat sie fünfmal... Ah, okay. Warum hat sie fünfmal... Wer bist du denn? Dominik Hoffmann, fröhlich vorstellen. Gelangweilt, lockere Unterhaltung, so so. Warum hast du fünfmal Buntbarsch in der Pfanne? Dabei in der Qualität verdauen. Die hat sowieso so viel Grosch dabei. Und ein Buch, wo sie sich mal irgendwo abgeluchst hat. Problemscheune. Als der bescheidene Familienvater Ira Strauß die Großstadt verließ, um eine Farm aufzubauen, hätte er nicht damit gerechnet, einen leblosen französischen Diplomaten mit dem Gesicht nach unten im Heu zu finden. Können Iras unheimlicher Blick für Details und sein Umgang mit dem Nutzvieh helfen, den Verantwortlichen zu fassen, bevor das FBI seine Scheune auseinandernimmt? Der erste Band in Strauß Dings da Mystery-Reihe. Ja, auf Wiedersehen. So, wir kehren jetzt nämlich nach Hause zurück. Ah, aber zurück können sie laufen, das ist ja schön. Die 3 Meter. War die Post schon da? Warum habe ich da ein Ladebildschirm dazwischen drin? Oh, Travis ist daheim und hat ganz viel Geld mitgebracht. Das ist doch wunderbar. Und du hast ein Spaßbedürfnis. Das können wir doch gleich erfüllen. Wenn du Sportspaß spielst. Und sonst geht's dir eigentlich auch nicht so wirklich, ne? Dafür kannst du mal hier dat und dat verwenden. Und dann kannst du auch die Outfits ändern. Und zum Beispiel mal so rumlaufen. Wer bist du denn? Lena? Was für eine Lena? Was macht die denn hier? Lena Brandenburg. Ach, so funktioniert das nicht. Ist ja wunderbar hier. Was macht er? Verdorbenes Essen aussortieren. Ich bin stolz auf dich. Freundlich vorstellen. Ah, sieht man halt auch gerne. Und du sollst jetzt endlich dein Spiel spielen. Weil du Spaßbedürfnis brauchst und nicht mit ihr reden. Kann er ein bisschen mit ihr reden. So. Ein schwarzer Tee. Die ist konzentriert. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, da kann man öffnen. Ah, ist gar nicht mehr richtig gescheit im Kühlschrank. Kann er Buntbarsch aus der Pfanne servieren. Und er hat Level 7 der Videospielfähigkeit erreicht. So. Und danach kannst du... Wie sieht es denn bei dir aus mit deinen Brieffreunden? Antworten kannst du darauf checken. Und dann kannst du noch Programmieren üben. Dann irgendwann. Wenn ich es nicht vergesse. So. Du? Nein. Du? Hörst jetzt auf zu reden. Und nimmst mal... Gehst erstmal auf die Toilette. Und dann nimmst du eine Dusche. So. Und wie geht's dir? So lala. Aber du kannst eine Dusche nehmen. Da du nichts zu tun hast, kannst du mal meinen Herd reparieren. Und er räumt sein Buch selbstständig auf. Das finde ich sehr gut. Und danach kannst du öffnen und Buntbarsch aus der Pfanne essen. Musst du heute eigentlich nicht arbeiten.
Nee, morgen ist sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wie geht's dir? Nein, nicht dir, dir. Gut, das heißt, du kannst jetzt was zur Arbeit. Das tust du schon selber, das finde ich doch sehr schön. So, könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen wollte, aber okay. Ah, und dann kannst du programmieren. Programmieren üben. Beziehungsweise zuerst kannst du einen Tee trinken. Getränk holen. Und das dann auch trinken. Ich dachte gerade, er schmeißt weg sofort. Ja. Und dann kannst du das wegwerfen und dann kannst du auf Toilette gehen. Nee, lieber Tilly, gerade nicht. Ich habe jetzt gerade schon keinen Überblick mehr. Und da fände ich das sehr schade hier. Was hat er denn gerade für einen komischen Anfall? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber er plaudert mit seinem besten Freund, ist doch auch schon was. Und du hast nachher nichts mehr zu tun. Das heißt, du kannst dann nachher mal den Müll rausbringen, würde ich sagen. Dir geht's gut, du bist kokett. Und dann kannst du hier... Ach, was war eigentlich? Hast du als eins bekommen oder nicht? Brief schreiben an Isla Paradiso. Und dann... wo ist denn... Warum geht's dir schlecht? Die Energie. Ja, ja, das passt schon noch. Programmieren, programmieren, üben. So. Dir geht's eigentlich ganz gut. Du kümmerst dich um das Zeug, das hier noch alles so rumsteht. Du müsstest irgendwann ins Bett. Aber vorher kannst du noch ein bisschen weiter schreiben, würde ich sagen. Sie, nein, sie, ihr geht's gut, sie formt ihren Ton. Danach kann sie das verkaufen und ins Bett gehen. Und er kann dann auch ins Bett gehen. Dir, du bist auch müde, dann kannst du auch ins Bett. Und ich wollte gerade fragen, was ich Geld bekommen habe, aber für das Ding natürlich. Du kannst auch schlafen. So. So, jetzt reicht's. Ich würde sagen, bei dir auch. Und was war? Er hat Level 5. Programmierfähigkeit erreicht. Er kann jetzt Nebenjobs ausüben. Das heißt, er muss trotzdem noch ein bisschen Programmieren üben. So. Und dann kannst du nicht spielen, sondern duschen, auf Toilette gehen. Ausgezeichnetes Rührei mit Speck essen. Und dabei Fernsehen schauen. Und wie geht's dir? Ganz gut, du solltest auch mal auf Toilette. Und dann kannst du auch ein Rührei mit Speck essen. Und danach kannst du das reparieren. Ja, ja, und wie geht's dir? Du schläfst noch ein Weilchen. Wenn du da damit fertig bist, kannst du auf Toilette. Ich dachte, du müsstest noch ein bisschen schlafen. Über was beschwert er sich? Ach, er kann nicht an den Kühlschrank, weil da ja in dem Moment jemand davor gestanden ist. Ist ja wunderbar. So. Hm.
geht's ihr. Sie hat Hunger und sie könnte auf Toilette und auf die Dusche gehen irgendwann. Mehr Auswahl, Kontakte knüpfen. Schreibt man Isla Paradiso. Programmieren, von mir ist ein Plugin programmieren. So, mit dir habe ich heute eigentlich gar nichts vor. Tatsächlich. Kann er alles ernten. Danach kann er das aufräumen. Also deinem Spaß geht's gut, dann würde ich sagen, kümmerst du dich um das andere Zeug. So, und wir haben richtig viel Geld tatsächlich. So für meine Begriffe. Und die geht schlecht, weil wegen dem Reparieren. Gut, da kann ich auch nichts machen. Deine Bedürfnisse sind eigentlich alle erfüllt. Ja. Könnten wir aber andererseits 194 Simoleons pro Stunde. Ja. Also wegen mir könnt ihr eigentlich machen, was fühlt, ehrlich gesagt. Du könntest dich hier mal ein bisschen drum kümmern. Weil das hier ist ja alles eine Katastrophe, ehrlich gesagt. So ein bisschen so. Du programmierst dein Plugin. Weiterhin, wie weit bist du denn? Ah ja, noch nicht. Noch nicht in meiner Nähe. Davon, wo du sein solltest. Programmieren. Programmieren üben. So. Bringst du den auch gleich raus? Ja, kannst du dir gleich anschauen. Für unfreundliche Umgebung. Ja, bist du doch jetzt nicht mehr. So. Er ist selbstsicher. Das Viren-Isolations-Plugin von Travis ist einfach unübertroffen. Er hat mit seinem Verkauf 32 Simoleons verdient. Ganz große Klasse. 32 Simoleons hat er verdient. Ach ja. Sie kann jetzt was? Überragende Gemälde anfertigen oder so, da war doch irgendwas. Trainingstipps zu suchen. Ja, doch, doch, kannst du wegen mir schon machen. Wie sieht es denn bei dir aus mit Kontakte knüpfen? Chatten. Mit der Liberty Lee kannst du nachher chatten. Warum nicht eigentlich? Und sie hat auch irgendwas, was sie stört. Oh, mit den Nachbarn, wegen schlecht gespielter Musik. Ja, dann hör da mal auf, bitte. Kannst du ihm eine fesselnde Geschichte erzählen? Tag verschönern. Rumschmusen von mir aus und süße Nichtigkeiten flüstern. Warum auch nicht eigentlich? Wann musst du zur Arbeit? In 2 Stunden. Dann hör auf, dich mit denen immer zu unterhalten, sondern konzentriere dich auf deine Arbeit. So, Programmierung abgeschlossen, sehr schön. Travis wird in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, ist in Ordnung. Und das sieht doch schon nach was aus, würde ich sagen. Ja, ja. So. Du bist glücklich und du wäschst die Hände. Einfach so mitten unter Zeit, weil warum auch nicht.
Und er will in den Computer über Geige recherchieren. Ja, von mir aus. Und er liest ein Buch. Ich hab echt schon lange nicht mehr gelesen, muss ich mal so sagen. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwo eine Treppe hinmache in das Untergeschoss und dann mir ein Untergeschoss zulege oder ein Obergeschoss. Aber ich weiß ja nicht. Ach, das kann ich auch gar nicht anschauen, so. Ja, ich weiß ja nicht, wie man da ein Stockwerk drauf macht. Vielleicht muss ich mich da dann mal drüber informieren oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das mit dieser Folge von Let's Play The Sims 4. Oh, sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Sims 4.